Speeder im Leben habe. Ich spreche aber Dings mal hier auch noch wegräumen. So wenig Slots für Munition, wa? Mhm. Eigentlich könntest du jetzt für jede Waffe nur noch die Munition mitnehmen und das war's, ne? Streng genommen, ja. So, kann ich eigentlich theoretisch gehen? Warte, jetzt brauche ich nicht mehr raus. Durch den Garten. Viral. Oh. Raus in den Garten, das war glaube ich die andere Tür. Haupteingangshalle. Also. Du machst die außen rum. War hier jetzt auch noch rot? Nee. Also nur so. Knüte. Bei was denn? Bei was denn? Ach so, so meinst du das? Das meine ich gerade bei was denn? Kerzen. Was ist? Hätten die ein Schreibmaschinen, könnten die jetzt speichern. Und da unten ist zufälligerweise eine Kiste. Ach, weißt du was? Oder? Nein. Man weiß ja nie, wie viel du jetzt doch noch brauchst, eventuell. Ich mache jetzt auch mal extra Slot ist. Und vielleicht ein Kampfmesser noch mit. Okay. 15 Speicher. Au! Was du 15 Mal gespeichert hast. Achso. Ach, das neben dran ist der Zähler. Genau. Aha. Treppe. Werfertreppe. Gibt so viele Treppen. Ja, ne? Entschuldigung. Hat er schon wieder untergekommen. So sehen wir uns wieder, wa? Nicht wahr? You're a bit of a mess up. Chris, take a piece of the action.
Ende des Versteckspiels. Ah, wie die gerade da dranhängen, war geil. Ach, das war das, woran ich mich erinnert habe, weißt du? Ein dicker fetter Brunnen, gefällt mir nicht. Nein! Ich hatte nicht dabei! Da gehört der Adler ran, oder? Das war gewusst, ich dachte, der Adler wäre noch für das andere, weißt du? Dass man da so eine Entscheidung hat zwischen dem und dem. Aber was war denn das jetzt bitte schön für hässliche Tentakel? Es ist wieder ein Brief. Meine liebe Lisa, jeden Tag schwindet mein Bewusstsein weiter. Die Spritzen von den Männern in weißen Kitteln machen Mamas Jucken besser. Heute gaben sie mir eine Spritze mit Vitamin. Wenn sie mir die Spritze geben, kann Mami nicht klar denken. Aber Mami ist traurig, wenn Mami es nicht mehr schafft, euch immer in Gedanken zu behalten. Mami hat Angst, Angst, alles zu vergessen, besonders die Erinnerung an dich und Papi. Wie ihr aussieht, was wir zusammen gemacht haben, all das verschwindet allmählich in eine Finsternis in mir. Oh Lisa, ich möchte jetzt sofort dein Gesicht berühren und dich in meinen Arm halten, damit ich unsere wunderbaren Erinnerungen an dich und Papi behalten kann. Lisa, wir können hier nicht bleiben, wir müssen fliehen. Hör mir zu, Lisa. Unsere Chance kommt, wenn wir nächstes Mal beide gemeinsam im Labor sind. Wir stellen uns beide bewusstlos und wenn der Mann in Weiß nicht aufpasst, nutzen wir unsere Chance. Wenn wir draußen sind, suchen wir gemeinsam nach Papi. Okay, Kleine, du musst stark sein, Lisa. 13. November 1997. Ich glaube, Omi hat es nicht mehr geschafft. Nein, jetzt steht Veska AFK. Was willst du von Veska erwarten? Entschuldigung, was hast du von ihm erwartet? Nix. Also. Aber jeder Laden hat bis jetzt irgendwie immer Rotkarten angeboten. Oh, die Analyse tut mir irgendwie leid. Sah total abgemagert aus, weißt du? Überall Blut. Oh, zwischen den Beinen, so als hätte sie ihre Periode mal zwischendurch gehabt. Als Monster. Katze. Also den Waschzeug. Jetzt im Angebot. Beim Rewe. Und dein Adi das auch. So viel Alkohol im Angebot. Nein, dieser Schwein. Schatz. Was soll man machen? Das haben die doch mit Absicht gemacht jetzt. I'll investigate this area. A little further. Ich untersuche in diesem Bereich genau an, was machst du, stehst auf K rum. Von wann? Gültig ab dem 21.12. Bis? Steht leider kein Bis dran. Weil wenn man sich überlegt, die Woche ist... Weil wenn man sich überlegt, die Woche ist ja schon fast vorbei. Steht leider kein Biss dran. Guck. Hier ist noch vorbei Rand. Weiter. Steht nur von Mann. Finde ich auch immer geil, wa?
höchstens vielleicht noch. Ach nee, das ist ja Pulver. Alles geht so bis zum 24. vom 21. Deswegen war gestern auch das Refill billiger, als du gekauft hast. Das ist ja der Aufzug, ne? Das kleine rote da. Da unten das kleine rote. Oben war ja jetzt noch die Tür mit dem kaputten Griff. Schatz. Hast du den Vogel jetzt schon ein? Den Vogel habe ich jetzt drin, aber... Ist noch irgendwo was anderes? Da ist ja jetzt der Vogel drin. Auf der anderen Seite ist ja auch nochmal sowas. Da kommt auch ein Blender rein, aber den hab ich doch gar nicht. Hä? Ich hab da jetzt alles untersucht. Scheiße, die Tür, wo glaube ich kaputt ist, vielleicht das da auch. Aber wie kommst du denn da rein? Wie willst du denn da reinkommen? Wenn der Türknopf kaputt ist. Oder mit dem Messer. Man hat das gut, also wir machen ganz viel Alkohol im Angebot. Mhm. Aber so gesehen hast du eigentlich voll das Verbot. Mhm. Deswegen meine ich, aber ich meine. Meine. Und da gibt es noch irgendwo ein Rätsel, was wir uns gelöst haben. Das wird dann wieder der Raum, ja. Das einzige, was ich gucken könnte, wäre jetzt das Messer mal mitnehmen. Und mit dem Messer da oben die Tür probieren, wa? Einmal das und einmal beim Bild da, weißt du? Alles klar. Bei Bifi Karazza XXL kriegst du 20 Punkte. Ja, wenn du aber auch 20-fach Punkte. Ja, irgendwie. Oder aus dem anderen Raum, wo das mit dem Gemälde war. Der Hinweis. Ist ich mit? Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ich das da irgendwo kaputt machen muss. Schlag, Schlag, Schlag. Kann nicht schaden. Ist das der Spiegel? Nein. Nein. Anzünden kannst du es auch nicht, ne? Das Bild? Nö.
Ich habe jetzt die Olle besiegt. Oben ist es eigentlich sehr streng genommen nur noch der einzige verschlossene Raum, bis auf halt. Ja, du geh mich auf Mistvieh. Gewonnen hätte? Ja, Killer durchgeschnitten. War ja zum Glück einfach der Boss. Da lag ja nichts mehr, abgesehen jetzt halt von den Dings.
erstmal weiterkommen. Ja. Da klickt man sich nicht vorbei. Also ich weiß nicht, was du gesehen hast. Weil der war ja auch, hat sich auch nicht vorbei geglitscht. Okay. Ach, dann ist das mit dem anderen Zeug da nebendran. Ist klar. Was mir einfällt, was uns beobachtet, wäre dieser Rabe. Hm.